Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Ja, das war übrigens das Intro von The Binding of Isaac Rebirth und ich mache Musik an. Ja, dachte ich mir, kann ich ja auch mal zeigen. So in der vierten Folge. Letztens, und dann, ich glaube sogar in dem Run nach der Aufnahme von gestern, also der Folge von gestern, habe ich gespielt, nicht aufgenommen. Was kriege ich? Brimstone, Little Brimstone und ich schaffe es einfach mal, um Saar zu besiegen. Super, dass ich immer diese ganzen Wins nicht zeigen kann. Danke, LG. Spiel. Ich hoffe mal, dass es diesmal mit Azazel besser laufen wird. Also, dass ich diesmal wieder gute Items kriege. Das ist echt richtig verhext, ey. Jedes Mal, wenn ich nicht aufnehme, kriege ich geile Sachen. Was ist das? Opting Tears, Range Up. Oh. Ja gut, ich meine, ist auch schon mal ganz nett, auf jeden Fall. Nicht so krass wie diese andere Combo, die ich ebenfalls hatte, als ich nicht aufgenommen habe. Richtig traurig, voller Running Gag aber auch. Und dann kümmern wir uns mal um Larry J. Okay, wir sind ein bisschen stark, habe ich das Gefühl. HP Tears Up, Shot Speed Down. Okay, ich glaube, das hat nicht so den krasse Auswirkung auf uns. Gehen wir noch in die anderen Räume. Weil ich glaube, wir sind sowieso etwas stark, dass die uns nicht so viel Schaden machen werden. Ja, doch. Stimmt schon, was ich hier sage. Oh, da ist ein Kreuz. Doch, das will ich mir gönnen. Was hier drin ist? Ein Seelenherz. Doch, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und die Spinne ist weg. Was ist das? Bad Trip. Ja, toll. Das habe ich gebraucht. Naja, was soll's. Jetzt wissen wir es, dass die Pille böse ist. Ach ja, den Boss habe ich ja schon besiegt. Dann schauen wir doch mal, was uns im nächsten Stockwerk erwarten tut. Erstmal gleich der Itemraum, wo wir nicht rein können, weil wir keinen Schlüssel haben. Toll. Eine Bombe. Die nehmen wir mit. Fliegende Fliegeviecher. Oh. Ja gut, ist eigentlich egal. Kann ich jetzt schon aufnehmen. Ist eigentlich egal. Ein Schlüssel. Okay, ich gehe nicht in den Shop. Mit einem Cent lohnt sich das natürlich nicht für uns. Sondern ich gehe in den Itemraum. Was ist das? Ein Einhorn.
Temporary Badass. Oh, das kenne ich. Doch, doch, das kenne ich. Das habe ich im normalen Isaac schon gehabt. Ich glaube, wir werden unverwundbar machen. Noch mehr Damage als sowieso schon. Mit unserem langen Horn. Kann man sich auf jeden Fall geben, das Item. Genauso wie nicht zu treffen. Mit unserem kleinen Angriff. Oh Gott. Oh Gott, was war das? Das war schlecht. Ja, gehen wir gleich. Monstro! Das könnte interessant werden, weil wir müssen auf Nahkampf gehen, auf jeden Fall. Gut, müssen wir sonst mit Azazel auch. Ey. Ich möchte auf jeden Fall eigentlich keinen Schaden nehmen. Ach komm, wir können ja das hier mal benutzen. Ja, hätte man sonst noch Musik gehört, aber ich habe die Musik ausgeschaltet. Was ist das? Evil Up, okay. 3 Bomben, nice. Und natürlich ein Devil Deal. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt das mache, verlieren wir, glaube ich, unseren Herzcontainer, den wir sonst kriegen würden. Und ich weiß nicht, was das ist. Ich gucke aber kurz. 1 Damage Up, 0,2 Speed Up, 1 Seelenherz. Doch, mache ich. Oh, ich verliere den Herzcontainer nicht. Oh, dann war das ja überhaupt nicht schlimm. Dann geht's runter mit uns. Und wir kriegen jetzt durch das Eternal Heart, heißt es nämlich, dieses Weiße, das habe ich, glaube ich, letzte Folge falsch gesagt, kriegen wir jetzt gleich einen weiteren Herzcontainer dazu. Genau, bam. Und das ist doch ganz nett. Ja, schon, oder? Schon, oder? Dann gucken wir, was hier drin ist. Der kann uns nichts anhaben, denn wir sind motherfucking badasses. Okay. Ich finde, die Fliegen sind ein Problem. Weil die explodieren, ja. Aber die Range ist nicht so groß, dass sie uns treffen würde, sagte ich. Und dann traf uns die Range. So. Ihr könnt uns jetzt auch nichts... Itemraum. Hätte ich schon ganz gerne. Fände ich ganz in Ordnung. Wow, den Raum, der Raum kommt mir bekannt vor. Ich den in der Aufnahme? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch schon ziemlich viel Geld, dass sich auch vielleicht der Itemshop lohnen würde. Aber ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Oh, erstmal ein Seelenherz. Das lohnt sich auf jeden Fall noch. Was haben wir hier drin? Ach ja, da musst du ja warten, bis die schießen. Na los. Na los, trau dich. Alles klar. Okay, 2 Schlüssel. Das heißt, wir gehen nachher auch gleich in den Item-Shop. Oh, hier ist natürlich auch eine Kiste, ne? Ja, aber schon lieber Item-Shop. Dann können wir wenigstens aussuchen, was wir bekommen. Und... Tough Love Shot. Das heißt, wir haben eine Chance, Zähne zu schießen. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt funktioniert mit Azazel. Weil Azazel ja keine Dingsbums hat. Keine Tränen. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Und wieso schwimmt ihr überhaupt außen rum? Wir kriegen eh keinen Schaden, weil wir fliegen können. Was haben wir hier? Was ist das? Deck of Cards. Strange, the Fool, Strength, nehmen wir mit. Karten benutze ich eh nicht so gern. Ich meine, wir haben zwar jetzt 7 Pennies dafür ausgegeben, aber wir haben es ja. Ja, ich spende mal, glaube ich, nicht. Birdie, ja doch, da möchte ich das hier nutzen, unser Item. Oh Gott. Ich hasse Gertie. Ich hasse ihn. Oh Gott, wir haben Schaden genommen. Ja, das war's dann wohl mit dem Devil Deal. Oh, doch nicht. Krass, wahrscheinlich wegen Evil Up oder so. Die Katze nehmen wir nicht. Die ist nämlich nicht so geil. Sister Maggie heißt sie, glaube ich. Das andere, was hier ist. Ja. Glaub, das lohnt sich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich guck mal ganz kurz in dem Tab, den ich hier offen habe in meinem Browser.
Wo ist die? Finde ich die jetzt? Na, kommt schon. Dann such, such. Sister Maggie. Ja, die schießt Blood Tears, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Und ja, und die Katze bringt uns eigentlich auch nichts, denn die sorgt nur dafür, dass wir ein neues Leben haben. Weiß ich nicht. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Möchte ehrlich gesagt keinen Herzcontainer für opfern. Toll. Toll. Nämlich irgendwelchen, wegen so solchen Geschichten. Oh Gott, ist es schlecht. Ist es so schlecht. Wir sind gut ausgerüstet. Und ich verspiele einfach alles. Das alles und noch viel mehr. Würde ich verspielen, wenn ich eine Missgeburt wäre. Das bin ich, glaube ich, auch. So wie ich hier gerade spiele. Oh Gott. Das gefällt mir nicht. Ja, natürlich lasst sie mich treffen. Ich hätte gerne mal wieder irgendwie so ein Seelenherz oder so. Fände ich schon nett. Ich meine, Schlüssel ist schön. Aber. Oh Gott, die Dinger schon wieder. Hasse sie. Wie jeden Gegner in diesem Spiel. Und er trifft mich, aber dafür sind wenigstens alle anderen tot. Wow. Bald sind wir tot, wenn es so weitergeht. Da ist der Bossraum. Dann würde ich eigentlich schon gerne in den Itemshop rein wollen, wenn wir jetzt schon so viel Geld haben. Dass es uns vorne und hinten gleichzeitig rauskommt. Geil. Die Vorstellung gefällt mir nicht. Okay. Das sprengen wir mal auf, in der Hoffnung, dass da irgendwas rauskommt, was uns hilft. Naja, ein paar Münzen. Oh, Poison Touch. Naja, besser als nichts. Ich meine, wenn uns Gegner berühren, sterben sowieso ziemlich viele der Gegner rundherum um uns. Und oh, ist ja auch gleich der Item Shop. Ist tatsächlich sogar der Item Shop. Was ist das? Ein Pillengenerator. Bombs are keys. Ja, habe ich jetzt nicht so gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Pass auf, dann spenden wir ein bisschen was. Okay, wir können nichts mehr spenden. Krass. Ich glaube, gleich kaufen wir uns. Kaufen wir uns, ja, doch. Mein Plan ist jetzt folgender. Ich gehe in den Bossraum, versuche zu überleben. Ich glaube, ich werde Strength benutzen. Und dann... ja, genau, und das Einhorn natürlich auch. Okay, wir haben irgendwie nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gehofft habe. Nicht so gut, aber dafür kriegen wir jetzt noch einen Devil Deal. Genau. Und Tears und Shot Speed Up. Little Brimstone. Hätte ich ja schon ganz gerne, ne? Aber dann haben wir fast kein Leben mehr. Ist euch das bewusst, Leute? Das wird mich das Leben kosten. Ich nehme Little Brimstone. Moment. Wieso? Wieso schießt unser kleiner Brimstone nicht? Ah, doch, jetzt schießt er auch. Er braucht nur ein bisschen länger zum Aufladen. Ja, das, meine Leute, ist Little Brimstone. Ich gehe in den Shop. Zurück, denn ich hole mir jetzt die Batterie, lade unser Item auf. Vielleicht brauchen wir das nämlich gleich. Und dann wäre es ja dumm, wenn wir es nicht haben würden. Oh Mann, ein Herz, ey. Das ist echt nicht so gut. Ich glaube, das werden wir auch nicht überleben. Wegen meiner krassen Nubigkeit. Aber wer weiß. Vielleicht machen wir uns einfach zu viele Gedanken. Gucken wir einfach, was uns erwartet im nächsten Stockwerk.
Oh, nee, ich glaube, ich traue mich nicht. Wir müssten jetzt für diese Sachen kämpfen. Aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Okay, Brimstone war, glaube ich, doch eine gute Entscheidung. Also Little Brimstone. Ich glaube, das bringt uns doch etwas. Item Shop. Warte, wie funktioniert das? Einmal aufschließen, zweimal aufschließen, dann durch. Eine 2. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Was ist das? Wiggle Waggle. Okay, ich sehe jetzt keinen Effekt bei uns. The Hanged Man. Weiß ich immer noch nicht, was das kann. Wir haben eine 2 gewürfelt. Ich hoffe, es war nichts Schlimmes. Ich habe von diesen Räumen gehört, wo man irgendwie Würfel findet. Aber ich weiß nicht, was die mit einem anstellen. Ich weiß nur, dass Brimstone uns Hilfe bekommt. Little Brimstone. Ungemein. Wie war das? Die muss man aufsprengen, gell? Boom. Ja. Okay. Hat sich krass nicht gelohnt. Aber naja. Gibt Schlimmeres. Oh. Davon möchte ich mich nicht treffen lassen. Itemraum. Ein Vogel. Protective Body. Okay. Ich glaube, der geht auf Gegner los. Was ist das für ein Raum? Oh. Eine Brimstone-Spinne. Frech. Dann spielen wir ein bisschen am Automaten rum. Wir haben ja etwas Geld. Ja, das Herz bringt mir was. Ein Seelenherz wäre super, wenn ich das kriegen würde. Aber ich sehe schon, das Glück ist mir nicht hold. Ja. Okay. Möchte man hier reingucken, auch wenn es vielleicht ein Gegner ist. Okay, war es noch nicht. Okay, wir kriegen ein solches Herz. Und das nehme ich mir mit. Less is no more. Plus 2 Keys. Okay. Weiß nicht genau, was es gemacht hat. Aber ich nehme es einfach mal dankend entgegen. Und wir gucken hier rein. Oh Gott, was für ein ekelhafter Raum. Was für ein ekelhafter Raum. Oh, scheiße. Ich mag diesen Raum ganz und gar nicht. Aber wir haben es überlebt. Und ich spreng das hier in die Luft. Okay, ein Herz. Wir hätten jetzt den Bum Buddy, ne? Dann würde uns das auch nicht so viel helfen. Weil wir nämlich kein Leben haben. Also wir müssen sie wahrscheinlich kaufen aus einem Dingsbums. Aus einem Devil Deal Raum. Was ein Problem wäre. Okay. Hoffen wir, dass wir es überleben. The Gate. Kenne ich nicht. Was macht The Gate? Was? Oh Gott, The Hanged Man war nicht gut. The Hanged Man war nicht gut. Wir sind gestorben. Scheiße. Oh Gott, The Hanged Man hat uns nicht geholfen. Ich konnte irgendwie nicht mehr angreifen. Schade. Sonst hätten wir es vielleicht noch geschafft. Naja. Machst du nix, war trotzdem ein ganz netter Run, finde ich. Zumindest von den Items her hätte besser sein können. Naja, immerhin. Immerhin ein bisschen was erreicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht in einem nächsten Video. Demnächst wieder. Bis dahin, haut rein, Leute.